In dieser Folge. Nicht, dass mich diese Piranha-Pflanzen noch erwischen, dieser. Moin Leute, herzlich willkommen bei Angezockt. Heute mit Donkey Kong Country Returns. Ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen. Sehr atmosphärisch von Beginn an. Schöne Musik, die Bock auf mehr macht. Den überrollen wir eiskalt, den Lümmel. Wir machen die Pflanze mal eben kaputt. Die hier. So, da kommen Bananen raus. Ach, der ist ein fies, der Frosch. Der kann ja ziemlich hoch jumpen, aber das bringt ihm nicht viel. Okay, dieses Piranha-Pflanzenteil da unten, das sieht ein bisschen obszön aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, you touch my tralala. Zum Glück haben wir uns noch mal festhalten können. Warum? Okay. Wir überrollen den Vogel mal eben. Da ist noch eine Pflanze, die nach uns schnappen möchte, aber wir versuchen hier so gut wie möglich durchzukommen. Da oben ist noch ein Herz, das ich gerne haben wollen würde. Ich mach das so und versuche hier mal eben zu dribbeln und hol mir das Herz eben locker flockig. Und versuchen uns hier eben durchzurollen, die Bananen zu snacken, natürlich. Das muss ja sein. Die guten Bananen. Ein Frosch, der aufgeblasen ist, der sich aufbläst, aufplustert, wie der ein oder andere Sprechgesangsartist. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Nicht, dass mich diese Piranha-Pflanzen noch erwischen, dieser... ich gerade sagen und dann wurde ich erwischt, Leute. Jetzt habe ich Respekt vor den Piranha-Pflanzen bekommen. Gut, wir haben es aber geschafft. Ist doch alles easy. Ja, ist aber ein sehr, sehr, sehr schönes Game. Muss ich sagen, das kam zu Wii-Zeiten raus und ist technisch auf jeden Fall beeindruckend, finde ich. Gut, egal, wenn man das O verpasst. Nicht so wild, Hauptsache wir kommen irgendwie durch. Brauchen wir eigentlich nicht einsammeln, denn wir haben das O nicht. Wir haben das O verpasst. Aber das Level ist trotzdem geschafft. Und ich würde sagen, direkt rein in das nächste Level. Ui, Donkey Kong direkt mit einem Punch auf den Boden. Will er signalisieren, dass er willig ist, hier abzureißen und nicht zu sterben. Weg mit dem Vogel hier. Ich glaube, ich habe einen Vogel. Aber das O dürfen wir diesmal auch nicht verpassen. Nicht wie im letzten Level. Kommt der Vogel nach unten? Nee, er wendet. Ein Fass mit einem Totenkopf. Wo mich das wohin führen wird? Da ist auch ein Vogel, auf den springen wir da eiskalt drauf. Da können wir nochmal durchkommen. Und jetzt springen wir eben auf den Frosch, eliminieren ihn und holen uns das O. Easy, Leute. Wir sind erst beim Checkpoint. Ach, das Nashorn. Cool. Nice. Okay, er macht das sogar kaputt. Perfekt. Okay. Locker. Aber zum Glück ist hier der Checkpoint und wir können direkt nochmal loslegen. Ich hoffe mal, ich finde hier noch einen Kong-Fass, damit ich Diddy bei mir, an meiner Seite habe. Und dann rush ich hier durch. Ah! Okay, das Feuerdings hat mir geschadet. Bossraum nochmal machen und das Game will ich natürlich nicht verpassen. Nice, wir haben das Kong auf jeden Fall komplett in diesem Level. Und, oh, hier ist noch ein Bereich. Noch ein Puzzleteil. Okay, hier sind ja viele Geheimnisse in Donkey Kong Country, wie man es kennt, Leute. Und wir gehen jetzt rein in das Ziel und machen die nächste Welt. Welt 1, fünfter Level. Let's go! Der Schmetterlingseffekt sah schön aus. Und ballern uns eben da hinten hin, hier nach oben. Das K wollen wir nicht verpassen. Gehen da nach oben. Und haben gefailt. Ich benutze eben mein Mangekyou Sharingan. Okay, perfekt. Das haben wir auf jeden Fall hinbekommen. Hier einmal anblasen. Und dann kommt da eine Banane raus. Okay, ein Puzzleteil. So, holen uns hier die Bananen. Ganz easy, Leute, ganz easy. Eben kurz warten, diesmal ein bisschen Geduld. Geduld mitbringen. Und dann schafft man das auch. Gehen hier hin, ich habe das Kong komplett. Wow, 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 wie war. Und die fallen jetzt alle auf mich drauf. Ey, Leute, die Stelle war ja fies, ey. Aber das hat mir Bock gemacht. Diesmal weiß ich, wie es läuft und versuche jetzt schnell wieder hinzukommen. An der Stelle, wo wir gerade eben gefailt sind. So, jetzt sind wir wieder fast bei der Stelle, wo wir gerade eben waren. Und versuchen sie diesmal erfolgreich zu lösen. Das G sammeln wir natürlich auch ein. Das Kong ist komplett. Und jetzt aber schnell. Komm. Der hat mich gerade eben verarscht. Ja, ja, ja. Schießen uns hier durch. Ja, da durch und da durch. Jetzt müssen wir hier durch. Und wir haben es geschafft, Leute. Okay, jetzt kommt das erste Kart-Level, Leute. Oh, da bin ich echt mal gespannt drauf, wie das laufen wird. Puh.
Puh, ich versuch's mal zu schaffen. Das erste Puzzle haben wir uns hier im Tier geholt. Den drücken wir eben nach unten, ganz locker flockig. Ah, okay. Hier baut sich was auf. Ab nach oben und ab in das Kart. Jetzt geht die Kartpassage los. Öde. Wie brutal, dass ich auf die drauf springe. Mit so einem Kart auf den Schädel von diesen Armen. Und der fällt in den Tod. Ein bisschen psychopathisch. Auf ihn, über ihn drüber und zack. Das O bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir schon einen verpasst haben. Aber ich hoffe, wir kommen Hauptsache irgendwie durch. Eine fliegende Banane. Yes, Checkpoint ist erreicht. Und ich habe direkt beim Checkpoint gefailt. So. Ich hoffe mal, das wird jetzt was. So. So. Und jetzt mit Geduld. Jetzt aber Geduld, Leute. Und jetzt ist der Absprung. Yeehaw! Die Schienen gehen kaputt und wir haben es erfolgreich geschafft, Leute. So, wir haben das erste Minecart-Level geschafft und wir haben, glaube ich, jetzt einen Bossfight oder wofür steht der Stern? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Kampf oder diesem Level. Ach, der Hypnotiseur, okay. Kämpfen wir, Kollege! Drei Hits hat er gefressen, er rastet aus, macht eine neue Phase. Oh mein Gott! So, okay, der hat getroffen von ihm. Der hat einen Treffer gehabt. Ist wieder kassiert. Oh, aufpassen. Noch ein Treffer. Wir haben Herz bekommen. Jetzt rastet er noch mehr aus. Und oh, springt direkt auf uns drauf. Und er hat uns gefressen. Scheiße, wir haben Diddy Kong verloren. Und wir haben... oh nee, jetzt rastet er nochmal aus. Oh mein Gott, jetzt wird's spannend, Leute. Okay, das ist die absolute Phase, glaube ich, von ihm. Nein! Nice, okay, okay, okay. Jetzt müssen wir aufpassen, Leute, jetzt wird echt spannend. Es wird ganz knapp. Diesmal nicht, diesmal klappt dieser Trick nicht, Kollege. Und wir haben ihn besiegt, Leute. Was jetzt, du Marionetten-Voodoo-Maske, du Hypnotiseur, du? Zack! So, ich denke mal, das war ein ausreichender Einblick. Ein schönes Angezockt für Donkey Kong Country Returns. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann würde ich mich über ein Like riesig freuen. Schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch Spielegeschmack und sage Tschö mit Ö!